Hallo und willkommen zurück zu Queen's Wish. Hier nach einer kleinen Pause, weil war ich doch etwas zu sehr mit Planetfall und auch schon dem Review beschäftigt. Aber ja, dann schauen wir mal. Wenn wir da jetzt hingehen, da spawnen ja erstmal die Wölfe und so weiter. Gucken wir mal. Ich denke, da sollten wir insgesamt jetzt keine Probleme mehr mit haben. So. Dann gehen wir jetzt hier schon in den Kampf. Ah, ja, ist erstmal Schlangen. Okay, ja. Kann aber nicht schießen von hier aus. Einmal Speed. Gut. Oh, nicht gut. Aber... Na, die stehen jetzt trotzdem alle drumrum, also können wir eigentlich das hier versuchen. Oh, da ist das Gift. Ne. Machen wir das hier auch? Bleeding. Wieder Poison. Okay, dann, na, mit dem müssen wir den töten. Hatte ich hier noch irgendeinen Zauber, den ich nicht draufgelegt habe? Ne. Die hat theoretisch noch alles. Ups, da habe ich mich verklickert. So, da müssen wir... The Healing Wave. Na, machen wir den. Ja. Schön wäre natürlich noch ein Heal gewesen. Der hat leider auch keinen Heal. Na gut. Kam da jetzt nicht genau noch mehr. Ace. Na, da ist schon ordentlich jetzt Schaden. Nein! Okay, da müssen wir einmal entgiften. Naja, gut, jetzt sind alle betroffen.
Es lohnt sich aber auch eben nicht, dann da schon zu entgiften. Naja, doch. Machen wir jetzt hier mal. Oh, der hat immer noch Gift drauf. Aber nur noch eins. Ah, shit, das war zu früh. Ein Gift. Okay, dann sollte der jetzt hoffentlich im Eimer sein. Neues Gift. Na gut. So. Wo auch immer die herkamen. Da oben ist X, das ist wahrscheinlich der Shortcut, wenn man die dann wenn man die Gegend hier durchhört. Da sind auf einmal Bäumchen gekommen. So, wenn ich mich recht erinnere, stand da ein Hund und dann waren da noch ein paar mehr. Ja. Die anderen kommen aber noch nicht. Doch. Wechseln. Okay, so ein 2. Der macht auf jeden Fall mehr Schaden und wir haben halt sowieso zu viel Mana mit dem. Okay, der verblutet jetzt. Oder auch nicht. Kein Mana bekommen. So, und hier war jetzt das mit diesen Pots und so, die gespawnt sind. Das war jetzt gar nicht so leicht. Dann machen wir mal in. Also es war zwar leicht, aber das war gar nicht so trivial, da nichts zu verlieren. Da sollten wir einen hier halten, der dann möglichst nichts verliert oder die nichts durchlässt. Und die anderen kümmern sich dann hier um das, was reinkommt. Gut, der erste taucht ja links oben auf, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Shockwave. Na gut, das andere. Könnten dahin noch keinen großen Sinn. Schießen einmal. Da ist der Böse. Die kommen auf jeden Fall alle schön ran. Jetzt könnte der auch. Ah ne, der muss auch auf Speed gehen. Dann machen wir mal die Darts.
an alle Bleeding drauf. Sehr gut. Machen wir den an. Jo. Den lassen wir jetzt auch mal hier mitkämpfen. Ist aber auch nicht super gut. Confusion. Na, ja, der kriegt's schon ordentlich drauf. Müsste möglichst sterben, bevor der nächste dort auftaucht. Okay, das ist natürlich böse. Das war so nicht geplant. Sauber. Okay. Oh, da ist der nächste. Bleeding Immune. Na, der hätte ich auch ein Feld wahrscheinlich weitergehen sollen. Das geht aber ganz gut auch. Diese Blutung, die hier drauf war, die war schon sehr ordentlich. Weakness. Solange der da auch niemanden übernimmt, sollte das eigentlich alles kein Problem sein. Ich glaube, das macht der aber nicht. Bamf. Okay. Immobile. Ich glaube, dann sollten wir hier aber schon einmal heilen. Nee.
Ach, shit. Immobility. Ja, okay, dann halt nicht. Oh, Crit. Gut. Wieso läuft der weg? Na, versuchen wir den erstmal. Na, machen wir den hier auch mit an. Gut. Ja, da sollten wir wohl noch mal heilen. Der heilt 12 bis 26. Dann machen wir den hier mit. Nehmen wir den. Ein Resist. 3 Bleed. Der Speedbuff ist langsam alle. Der bräuchte auch einen hier. Oh, okay. Der sollte eigentlich den nächsten Bleed schon nicht überleben. Und einmal hier, ja. The power of the enchanted trap dies down. The air grows still. The power holding the pillars together fades. They crumble into dust. Ja, sehr schön. Der hat überhaupt kein Mana mehr. Sauber. Naja, der muss auf jeden Fall einen Heiltrank nehmen. Energy. Dann machen wir das mal. So, wie viel kann das? 35. Na, dann gucken wir mal wieder, dass wir da ein bisschen mehr rausbekommen. Ja, okay. Steadfast Augment. Naja, das Inventarmanagement war also eine Sache. Quicksilver. Jo. So, und das ist auch alles hier. Jetzt ist man da oben raus. As you emerge from the testing hall, you feel dizzy. Odd, this wasn't where you expected to exit. Something in this woods is messing with your mind. The ground is streaked with strange tracks and the webs hang from the trees. Something is hunting the thicket here. With a haunting? Ja, immerhin kein Gift. Naja, okay. Das war jetzt nur eine. Na gut. Okay. Moment, dann tauschen wir die mal aus.
Hätte ich vielleicht sogar den anderen Angriff nehmen sollen. Die machen aber fast keinen Schaden. Ich glaube, die hatten eher Giftschaden gemacht, bin mir jetzt nicht sicher. Dann sollten wir vielleicht zuerst mal. Der wird vermutlich jetzt eh drauf gehen. Der. Auch. Ja, da ist auf jeden Fall Gift. Das heißt, die sollte man mit Priorität umbringen. Blitz. Na. Weg. Ja, okay, der stirbt jetzt auch. So, dann wieder ein Heal. Eine Kiste. Holz, das konnten wir jetzt, glaube ich, wieder brauchen. Ich hab's leider nicht mehr im Kopf, was ich an Ressourcen habe. Da ging es jetzt wieder rein. Ja, die haben sich da gegenseitig etwas den Weg verbaut. Ist auch immobil, den kann ich aber rüberschieben, glaube ich. Und hier könnten wir. Naja. Den einen treffe ich nicht, aber das ist okay. Der müsste am Bleed kaputt gehen. Schautsalarm. Mhm. Drei Blit, der stirbt auch. Na, ah, shit. Na, da kommt noch mehr. Der hat noch ein Bleed drauf. Machen wir den weg. Weakness. Okay.
Naja, gut, der muss erstmal weg. Der hat noch eins, der wird auf jeden Fall sterben. Autsch. Da wird so langsam schon ein bisschen eng. Puh. Da habe ich ja noch mal Glück gehabt. Okay. Na okay, einmal hier. Mehr geht dann da aber auch nicht. Energie bekommen wir ein bisschen, ja. Silver Ember Scroll of Mercy. Heal nearby allies. Ja, also theoretisch hätten wir damit sowieso genug Heal. So, jetzt ging es da unten weiter. Jetzt werden wir hier aber mal gerade wieder heilen. Ja, 24 ist okay. 22, das machen wir nochmal. Ja, passt. The gates to either side begin to open with a clatter. Then you hear the ominous sound of scraping bone, another trap of the Ariel. Even the dead will fight to keep heaven out of their lands. Jetzt weiß ich nicht, wie viele das insgesamt sind. Zwei auf jeder Seite. Na gut, wenn ich die dann aufsplitte, dann hätte ich, wenn, dann da reingemusst. Das nutzt natürlich jetzt alles nichts. Ja, Cleaves muss ich natürlich vermeiden. Nehmen wir den weiter. Wobei man da argumentieren könnte, dass da jetzt ewig erst drauf ist. Block Damage. Na gut, aber tote Gegner machen keinen Schaden mehr. Wow. Blessed Shade. Der war aber fies. Der ist aber auf der linken Seite. Ja, ordentlich Schaden. Geht das? Ja. Tauschen wir die aus. Sauber. Hm.
Jetzt muss ich die natürlich aus dem Cleave-Bereich rausholen. Also den da raus. Und der müsste hier oben dran vorbei. Ach, nach unten kann der ja gar nicht. Das war dann nicht so gut. So. Wow, okay. 32. Ja gut, da fehlen noch und immer noch haufenweise Hitpoints. Dann machen wir erst nochmal einen davon. Dieses Mal ist es direkt gekommen. Moment, ist ein bisschen falsch eigentlich. Vielleicht war es falsch getriggertes Event. Okay, Speed. Na, shit. Okay. Die machen schon böse Aua auch. Er wird wieder drauf gehen. Spell Shield, Teleport. Wir müssen den hier casten. Eigentlich ist das der falsche für die hier. Tausche schon mal die aus. Machen wir den hier drauf. Mhm. Ne. Erst im Evasion hat jetzt nicht. Nicht alles gebracht. Dann versuchen wir doch den... Dann versuchen wir doch den Schaden zu reduzieren, indem ich da zurücklaufe. Okay, das funktioniert so nicht.
Naja, wenn die nicht immer zuerst dran wären. Oder wir machen mal den zuerst. Enemy slows you. Da kann ich aber jetzt auch gar nicht drauf schießen. Er hat auf jeden Fall keine Priorität. Nehmen wir den da als erstes. Und dass wir den. Die machen auf jeden Fall mehr Schaden, weil die Zweihandwaffen haben. Der hat nur eine Einhandwaffe. Ich glaube, der Buff hat schon ordentlichen Unterschied gemacht. Ja, wunderbar. Halten wir den fest. Ja. Na gut, und da ist jetzt nur noch drauf einprügeln. Das kriegen wir auch noch hin. Sauber. Wupp. Bisschen Kupfer. Was haben wir da? Teleporter wahrscheinlich. The Ariel have placed a stone platform in these woods and etched runes into it. These things must be all throughout this enchanted thicket to keep it growing and unpleasant. You step into the ruined circle. A tingling sensation runs up and down your body. Some of the trees ahead shift out of your way. Na, ein bisschen Kleinkram wieder. Na gut. Lass mal den Wolf mal kommen. Welche Stufe haben die hier überhaupt? Level 11. Na. Da merkt man aber dann schon den Unterschied von den, also von den Startorten. Da oben ist eine Spinne. Ist aber noch nicht aktiviert. Ab.
Und aber kein Gift. Passt. Da haben wir noch eine. Da ist Gift. Ja, dann entfernen wir mal das Gift an der Stelle. Jo. Winterwolf. Ja, ich denke, damit sind wir hier auch durch. Wir können aber noch. Wie kriegt der? Wie kriegt der? Meinetwegen. Nochmal. Dann bringen wir sie halt nochmal um. Ne. Oh, der hat sowieso ein volle Dings. Dann laufen wir hier mal ran. Einmal heilen. Dann geht's weiter. Und da ist eine neue Spinne erschienen. Zwei Bleed. Crystal Formation und Ember Orb. Aha. Das ist ein Offhand-Item und besser als das hier. Oh, da unten weiter. Hm.
Na. Ist ja schon ein bisschen nervig. You emerge from the thorny thicket back onto the main road. The way to the aerial woods is clear to the north. As you step onto the road, something changes. The wood quiets down. Its constant rustling stops. The inexorable growth of the thorny trees is halted. For now, you hear roar to the south. Your mages have cleared away another barrier. The road is free once again. Jetzt bekommen wir sicher da einen Botschafter, bla bla. To the north, the rich green of the aerial woods is visible. After wandering through this hostile territory, healthy trees are soothing to your eyes. And yet, the main thing you notice is what is missing. Ariel, no guards, no envoys. The road is eerily free of people. None of your vassals have come to greet you. You must enter their lands alone. Ah, okay. Aber wir können noch mal mit den unten reden. Und sagen, dass sie jetzt voll toll sind. I've cut away through the thicket. So I have observed. It has weakened their magic. Very helpful. We will need to spend much less effort cutting back the advancing brambles. Odd that none of them were there to meet you, but they are flighty people. Now the way into the area is free. I may send in a few humble infiltrators of my own. As for you, I can still give advice if you wish. What is the next step for the area? Well, that is up to you, of course, Prince. I can only quote to you from Haven diplomatic doctrine. Now that you can enter the aerial woods, I would recommend going to the nearest city and speaking with those in charge. The nearest city, according to my admittedly old maps, is Sliven, not far to the east. What is Sliven? A lovely outpost in the woods. I was there once, a place for the folk of the forest to come together, trade and so on. I don't know what has become of it in the decades since. Who should I talk to there? Ask around, find their blessed leaders. They will have a council of three, I'm sure. Also, there is a trench town. Someone not maddened by elixir is sure to be in charge there. What is the overall goal? The Ariel are to be our vassals again. They signed a treaty with us. They must obey it. The queen would wish you to find a leader or faction who will. Then put them in charge to give Haven the trade and tribute it is due. And when I have someone who will follow the treaty, once you have an agreement with them, tell me. The East Battalion will then be free at last to enter the aerial woods. We will help our new ally to gain power and do what we want them to do. Toro sounds bored when he talks about this. To him, it's just an automatic process like replacing a wagon wheel. Na gut. Dann gehen wir hier mal weiter und bauen unser Fort auf. You leave the horrible thicket of thorns and emerge for the first time in the forest of the Ariel. You stop for a moment, stunned. It is lovely. Leafy, healthy trees, broad paths, chirping birds, warm sun, even when it rains. The Ariel work with magic, and they have applied this art over the centuries to make their home lovely. For a moment, walking through the woods, you can almost become complacent.
As you walk farther into the aerial lands, you start to see beyond the beauty. Sometimes, under piles of leaves, you see fragments of bone. From some of the leafy branches, you see thick clumps of spiderweb. You start to sense that you are being watched. There are no villages here. No guards greet you. That is not the way of the aerial. There are forests. The lovely, carefully tended woods are their defenses. Path to Havenlands South. Okay. Wir wollen aber eigentlich mal gucken, ob da hinten eine Sackgasse ist. Dann brauchen wir da auch gar nicht mehr weiter. Ah, das ist aber, das sind Ressourcen. Ja, okay. Machen wir die kaputt. Mana haben wir jetzt eigentlich auch satt, weil wir danach sowieso wieder voll sind. Ihr seid eigentlich der ein Schild, da muss ich nochmal gucken. Beißen. Ah, shit. No bye. Machen wir den hier. Sauber. Mach mal den. Nochmal Gifts. Bleeding, bleeding, bleeding. Da treffe ich meine eigenen mit. Ja, komm. Das ist mir auch egal. This is a stroke of luck. This cache of supplies was close to being overgrown by the thorny thicket, but you managed to dig it out. Na super. Mehr Spinnen. Na gut. Schön. Na komm, hauen wir das hier auch noch raus.
Der ist im... Na, eigentlich auch fast wurscht. Ja. Was haben wir da für ein Häuschen? Sylvan. You finally reach some aerial settlements tucked in among the thick forests. You see crops, farmers, carts. After all the magic of enchanted thickets, it's strange to see normal people living in ordinary lives. You don't become complacent, though. Both Sutter and Delia told you tales of lands such as this, heavy with enchantments, and the gruesome fates they visit on the careless and foolish. Fairy stories to fool children, or so you thought once. You still need to meet a proper envoy of the Ariel, though. Mhm. Gut, dann mache ich auch an der Stelle erstmal einen Schnitt und dann werden wir beim nächsten Mal Sylvan besuchen und hier das Fort aufbauen. Und dann schauen wir mal hier weiter. Also, bis denne.